Lindsay ist ein echter Wildfang. Stimmt. Sie kostet ihr Leben voll aus. Die Leute fragen sich, ob Lindsay eine dieser Kinderstars mit Problemen ist. Plötzlich konnte dir jeder sagen, was mit ihr nicht stimmte. Die Welt der Promis ist sehr gefährlich. Wenn man einen Kinderstar hat, von dem man weiß, dass er schaffen wird, ist das immer sehr aufregend. Sie war nicht nur eine talentierte Schauspielerin, sondern auch ein echter Teenager. Sie ist wie Jodie Foster in diesem Film. Sie hat das gewisse Etwas. Ich habe Spaß und mag es. Sie war einer der herausragendsten Kinderstars ihrer Generation. Bei Lindsay wusste man einfach, dass dieser Kinderstar es zu etwas bringen würde. Man spürt die Möglichkeiten. Das ist aufregend. Seit sie mit 7 Jahren zum ersten Mal auf dem Bildschirm zu sehen war, machten sie ihre quirlige Persönlichkeit, ihr Aussehen und ihr Talent zu etwas Besonderem. Lindsay hat rote Haare und Sommersprossen. Sie war hübsch, aber trotzdem das typische Mädchen von nebenan. In der einen Minute war sie ein Wildfang und witzig. Und kurz darauf vornehm und wohlerzogen. Der Kinderstar Lindsay wurde von der Teenie Queen, ich wollte einfach eine normale 13-Jährige sein, zur Nachwuchsschauspielerin. Es ist schön zu wissen, dass Leute einen fotografieren wollen. Deren Anziehungskraft stetig wächst. Dieser Teil von Lindsays Persönlichkeit ist vielleicht angeboren. Schauspielen ist halb Talent und halb Selbstvertrauen. Sie hat es geschafft, beides zu vereinen. Männer sind von ihr fasziniert. Lindsay ist ein richtiger Wildfang. Sie ist umwerfend und sie kostet ihr Leben voll aus. Die Menschen interessieren sich für alles, was sie macht. Einige Jahre lang lebte Lindsay Lohan einen Traum. Letztlich forderten Familiendramen und der Druck in Hollywood ihren Tribut. Und in Windeseile wurde sie von einer begehrten Schauspielerin zum Aushängeschild der Entzugskliniken und Gefängnisinsassin. Alles vor ihrem 21. Geburtstag. Es waren nicht nur die Kameras. Jeder mischte sich ein. Plötzlich konnte dir jeder sagen, was mit Lindsay Lohan nicht stimmte. Viele haben sie vorschnell verurteilt. Ruhm in Amerika ist ein zweischneidiges Schwert. Falls man noch nicht auf den Klatschseiten von Lindsay Lohans Problemen gehört hatte, Paris Hilton und wie sie alle heißen, klingelte die Alarmglocke, als man von den Produzenten am Set hörte, dass sie es oft vermasselte. Ihr turbulentes Familienleben, Autounfälle und Entzugsaufenthalte sorgten für Schlagzeilen und dafür, dass Lindsay zur Witzfigur und zum Symbol abgestürzter Jungstars wurde. Sie alle haben andauernd Autounfälle. Sie bleiben bis spät in die Nacht in den Clubs, treiben sich Gott weiß worum und lassen sich mit komischen Typen ein. Lindsay wurde Teil einer Clique, die eigentlich keiner mochte. Kam der Ruhm zu früh für Lindsay Lohan? Wird sie ihre Karriere wiederbeleben können? Die Leute schauen sie an und sehen eine Menge ungenutztes Talent. Jeder wartet darauf, dass sie mal einen Durchbruch hat, eine Rolle, mit der sie zeigen kann, dass sie ihre Arbeit ernst nimmt, dass sie eine ernsthafte Schauspielerin ist und es durchzieht. Lindsay D. Lohan wurde am 2. Juli 1986 in New York geboren. Sie ist das erste von 4 Kindern der ehemaligen Tänzerin und aktuellen Wall Street-Expertin Dina und dem Börsenhändler Michael Lohan. Lindsay
Lindsay wuchs in einer wohlhabenden Gegend auf Long Island auf. Eine schöne, begrünte Straße, ruhig und nett. Leute mit hohem Einkommen, von außen betrachtet war alles okay. Es war im Grunde ziemlich normal, weißer Lattenzaun, großes Haus, nichts Ungewöhnliches. Sie hat zwei Brüder und eine Schwester. Sie wurde nicht in eine Glamour-Welt geboren. Dennoch zog es die kleine Lindsay Lohan schon früh ins Rampenlicht. Ihr Traum war es, ein Hollywood-Star zu werden. Als sie klein war, zeigte ihre Mutter ihr viele Videos von Marilyn Monroe und Anne Margaret. Sie verfolgte diese aufmerksam. Das Showgeschäft lag den Lohans im Blut. Ihr Vater spielte in der Seifenoper jung und leidenschaftlich, was das Leben so spielt. Und ihre Mutter war einst eine Rockettänzerin. Beide freuten sich, dass ihre Tochter die Tradition fortführte. Ihre Mutter ist eine ehemalige Schauspielerin. Sie spielte in einigen Seifenopern. Ihr Vater war ein Kinderstar und ihre Großmutter war in der Radioversion von Springfield Story. Dina träumte davon, eine Berühmtheit zu sein, aber daraus wurde nichts, also wollte sie es ihrer Tochter ermöglichen. Lindsay Lohans Mutter kontaktierte Freunde bei der bekannten Ford Model Agentur und bald hatte die kleine Rothaarige einen Vertrag. Lindsay war das erste rothaarige Model bei Ford. Das war wirklich etwas Besonderes. Sie war sehr anders von Anfang an. Lindsay Lohan blühte auf, doch hinter verschlossenen Türen war das Familienleben turbulent. 1990 wurde ihr Vater wegen Aktienbetrugs zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt. Es war der Anfang jahrelanger Unruhen, die der Familie bevorstanden. Ihre Mutter versuchte sie zunächst vor der Wahrheit zu schützen. Lindsays Mutter wollte sie schonen. Sie erzählte ihr, er sei auf Geschäftsreise. Doch später fand Lindsay heraus, dass er im Gefängnis saß. Die Beziehung zwischen Dina und Michael war so schwierig, dass die Familie schon früh auseinandergerissen wurde. Es war sehr schwierig für sie, weil sie so eine dramatische Kindheit hatte. Ihre Eltern stritten oft, es war sehr chaotisch. Ihr Vater war lange Zeit abwesend. Es war nicht die Bilderbuchfamilie, die viele sich vorstellen. Die Schauspielerei war für die kleine Lindsay Lohan eine Zuflucht. Kurz nach ihrem 7. Geburtstag kam der erste Werbespot. Er war für Duncan Hines. Sie erinnert sich daran, wie es am Set war. Sie aß viel Kuchen und hatte eine Menge Spaß. Sie drehte etwa 60 Werbespots, eine erstaunliche Menge. Für die Besetzungschefs war sie etwas Besonderes. Mit 10 Jahren war Lindsay Lohan, die von ihrer Mutter Dina gemanagt wurde, ein alter Werbeprofi und plante schon den nächsten Schritt, eine Karriere als Fernsehschauspielerin. Sie machte viel Werbung, aber den Wechsel hatte sie bis dahin noch nicht geschafft. Doch sie arbeitete hart und endlich bekam sie ihre Chance. Sie machte viele kleinere Dinge, die dazu führten, dass sie die Rolle in Another World bekam, ihr erster Durchbruch. In dieser Seifenoper hatte sie mehr Text, als jede andere 10-Jährige jemals in einer Seifenoper gehabt hatte. Lindsay war eine Arbeitsbiene. Sie machte sehr viel, denn sie wollte es schaffen. Lindsay Lohan sehnte sich nach einem Leben im Rampenlicht. Aber gleichzeitig wollte sie auch ein normales Kind sein. Am Anfang war Lindsay ein normales Kind, das nebenbei schauspielerte. Ihre Eltern versuchten ihr ein normales Leben zu vermitteln und mehr wollte sie auch nicht. Sie war kein typisches Showbiz-Kind. Ihre Mutter hat sie niemals unter Druck gesetzt. Sie spielte nur, weil sie es liebte. Als Lindsay Lohan, eine Grundschülerin aus Long Island, 11 Jahre alt war, meldete sich Hollywood mit der Rolle ihres Lebens. ...1997 setzte die 11-jährige Lindsay Lohan zum großen Sprung nach Hollywood an. Sie sprach für eine Rolle im Disney-Film Ein Zwilling kommt selten allein vor, ein Remake des 1961 erschienenen Films, der Hayley Mills zum Star machte. Der Wettbewerb war hart, tausende Mädchen weltweit sprachen vor.
My first meeting with Lindsay was in the spring. Im Frühjahr 1997 traf ich Lindsay zum ersten Mal. Sie war so unglaublich natürlich. Bei der Besetzung von Kindern suchen wir vor allem nach Natürlichkeit. Am nächsten Tag sahen wir uns die Aufnahmen an und jeder war begeistert. Wir hatten sie gefunden. Sie war die Richtige. She's it. Oh my gosh, it was just like so cool to find out I was gonna be in a movie.